Großer Gott, ich glaube, ich bin in einem Shitstorm. Was macht man denn jetzt, wenn man mitten in einem Shitstorm steht? Hi, ich bin Johnny Mutante, lokaler Störenfried und von den Mainstream-Medien bezahltes Schlafschaf. Tja, und wenn du gerade mit ekelhaften Kommentaren regelrecht bombardiert wirst oder dich einfach nur vorbereiten willst auf den Tag des jüngsten Geschiss, dann habe ich 6 Tipps, mit denen du garantiert deinen nächsten Shitstorm überstehen wirst. Macht euch euer eigenes Bild und traut keinem Influencer ohne Belege. Er will nur verhindern, dass ihr selbst nachschaut. Tipp YT:// Hans-Joachim Müller und KevFM. Und zum Einstieg schaut euch die Doku. Tip 1: Hasserfest Kleidung ansehen. So ein Shitstorm ist eine Krisensituation. Und genauso wie du bei einem Autounfall jetzt nicht schreiend und mit wedelnden Armen durch die Gegend rennen solltest, gilt es auch in dieser Situation, Nerven zu bewahren. Hater und Trolle versuchen, Reaktionen zu provozieren, indem sie Druck aufbauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt die Verbindung zu denen kappst. Und das bedeutet, Push-Notifications ausschalten, Desktop-Notifications ausschalten, akustische Benachrichtigung für dein Social Media whatever ausschalten. Alles ausschalten und nur dann mit der Scheiße beschäftigen, wenn du auch wirklich die Kraft dazu hast. Sagt jemand, dessen gesamtes Erscheinungsbild nach Satanist aussieht. Wie gut, dass das Internet nicht vergisst. Tip 2: Shit is not critic. Bei so einem Shitstorm versuchen einfach tausende Angreifer, ihre Wut in dein Gesicht zu kotzen. Aber was gilt für Angreifer? Natürlich das, was das Weiße Haus über Al-Qaida gesagt hat. Mit Terroristen wird nicht verhandelt. Und deswegen lösche und blocke konsequent jeden Angriff. Aber nicht jeder Kommentar ist ein Angriff und deswegen musst du lernen zu differenzieren zwischen konstruktiver Kritik und einfach stumpfem Hasskommentar. Da hilft es so ein bisschen quer zu lesen und so bestimmte Reizwörter versuchen zu identifizieren. So wenn jemand Arschloch, Idiot oder Kackvogel schreibt, dann wird er wahrscheinlich nicht kritisieren wollen, wie du über dänisches Porzellan im 18. Jahrhundert berichtet hast. Junge, hast du eigentlich kein schlechtes Gewissen? Oder bist du selbst in diese Verbrechen ZB-Pizza-Hate involviert? Ich würde mal langsam einen Rückzieher machen, denn als Mitläufertum kann man das eigentlich nicht mehr sehen, was ihr da macht. Aber vielleicht kennst du ja auch nichts dafür. Viele Filmteams befinden sich ja in den Händen von Sekten. Und da ist man sehr bewacht und wird zu allem gezwungen, sogar mit dem Tode bedroht. Noch mehr als wir Corona-Häftlinge im Moment. Tip 3: Saberschleck Test Kundenservice aller Seiten. Was machen Großunternehmen, wenn die tausende Anfragen und Mails wegen derselben Sache bekommen? Ja, die sammeln das Feedback und schreiben dann irgendwann ein großes Statement. Und genauso solltest du das auch machen. Sammel die konstruktive Kritik in deinen Kommentaren und hau irgendwann ein Statement raus, aber wirklich nur, wenn es sein muss und maximal einmal pro Tag. Am besten sogar nur einmal pro Woche und am allerbesten gar nicht. Weil mit so einem Statement kannst du halt auch absolut den Eindruck machen, dass du verunsichert bist oder glaubst, jetzt irgendwas ergänzen zu müssen. Also, damit ihr alle etwas damit anfangen könnt, kurze Anleitung, wie sich jeder darüber informieren kann, um es verstehen zu können. Google folgendes der Reihenfolge nach. Sieht doch sehr ähnlich aus, oder? Und das Logo von Langnese. Tipp 4: Sieg, dass du ein Eisberg bist. Sich von einem Shitstorm emotional zu distanzieren und das auch zum Ausdruck zu bringen, das gehört zu den wichtigsten Überlebensstrategien, wenn du in so einer Situation bist. Guck mal, die Leute, die ihre Verachtung und ihren Hass über dich jetzt in deine Timeline kotzen, was wissen die schon von dir? Weißt du, deren Fenster in dein Leben sind die 3 Minuten oder 5 Zeilen, die du rausgehauen hast, dein Output. Und entlang dessen bewerten die dich als Mensch. Nein, Mann, ein Werturteil und dann noch über eine Person, das überhaupt keine Basis hat. Alter, das ist nichts wert. Und ein Satz noch zum Thema Eisberg. Die Trolle ernähren sich von deinen Reaktionen. Bedeutet, dass wenn du nicht reagierst, dann verhungern die. Und deswegen, lass dich nicht provozieren zu irgendwelchen Reaktionen, sei ein Eisberg. Gott, bist du dumm, dümmer als der Haufen Scheiße, der jeden Früh von meinem Bitbull-Mix in die Wiese fällt, Google mal Sachsen, Sumpf oder Rachel Chandler, mag die Truhe und frage dich mal, wo die nach offiziellen Zahlen weltweit ca. 1,5 Millionen vermissten Kinder sind. Gefunden werden sie nie weder tot noch lebendig. Menschenhandel und Kinder. Pornografie ist allgegenwärtig. Und bevor du linksgrüne Haufen Dreck dein Maul aufmachst, solltest du dich mal mit Fachliteratur befassen. Mit diesen Witz spuckst du auf die Opfer. Tipp 5, du bist kein Eisberg. Naja, egal wie cool man macht, aber so eine gewisse emotionale Belastung ist so ein Shitstorm ja schon. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du jetzt ein Netzwerk von Leuten um dich rum hast, die dich unterstützen. Ruf doch einfach mal deine beste Freundin oder deinen besten Freund an und lacht euch zusammen kaputt über diese ganzen Kommentartrottel.
Weißt du, das hilft dir einfach, den Kopf zu durchlüften und die Pausetaste zu drücken. Was du jetzt mit Mario und Mandy machen musst, das stemmen Großunternehmen mit ganzen Kriseninterventionsteams. Ich war lange leise, aber jetzt reicht's. Unsere Solarenspirale durchschreitet demnächst die galaktische Scheibe. In diesem Zyklus von 25.920 Jahren gibt es Winter und Sommer, grob gesprochen. Also zwei extreme Dualitäten. Alle ca. 12.960 J gibt es gewaltige Katastrophen. Und ca. alle 6.480 J starke Katastrophen. Das ist wie Wetter. Die Wissenschaft und fabrizieren gerade Hunde zu verschwinden. Trump ist Jesuit, wie sonst wäre er Milliardär geworden. Keiner von uns Sklaven dürfte je Präsident werden, egal wie beliebt. Covid-19 Standard-Hippe und alle Hollywood-Star verschwinden in Quarantäne. Tausende CEOs der größten Unternehmen. Tipp 6, stay positive. So ein Shitstorm ist wie ein Stahlbad, durch das jeder Content-Creator irgendwann mal gehen muss. Und am Ende, wenn du das Ganze überstanden hast und du wirst das Ganze überstehen, dann wirst du daraus gestärkter hervorgehen. Und du wirst eine wichtige Lektion gelernt haben. Nämlich, dass du Folgen und Wirkung deines Contents immer auch aus negativer Perspektive betrachten musst. Das macht dich einfach vorsichtiger und vernünftiger. Und eine Sache ist natürlich auch klar, du kennst ja Analytics. In der Weltgeschichte des Internets wurde noch nie ein Content nicht ausgeliefert, nur weil er nicht gemocht wurde. Du weißt, was ich sagen will. Jedenfalls chill deine Basis.